Hallo zusammen, im heutigen Video lernen wir Oriental Groove mit Bass-Erweiterung. Hier spiele ich komplett improvisiert mit diesem Pattern und der Bass-Variation. Anstatt unser Grundpattern zu spielen, das Grundpattern lautet 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Anstatt dieses Grundpattern zu spielen, spielen wir auf die 1, auf den ersten Schlag, das Ding mit der 1 zusammen. Ich empfehle immer für den Chord als Basstöne die 1, die 2 mit sich abzuwechseln. Die 3 und die 4 klingen auch gut. Und für Amara die 1 und die 3 abzuwechseln. Falls ihr eine andere Handpan besitzt, dann könnt ihr auch einfach nur hören, welche Basstöne, welche tiefe Töne mit dem Ding klingen für euch, für eure Wahrnehmung am besten. Und zwar, wir haben unser Grundpattern. Ding 1, Tack, Ding. Und dann ein Tonfeld. Ding 1, Tack, Ding. Tonfeld, beliebiges Tonfeld. Ich werde jetzt nochmal langsam spielen mit 10. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt spiele ich euch ein Beispiel. Diesen aufgeschriebenen Beispiel könnt ihr auch in der Infobox finden, in einer PDF-Datei. Und direkt abspielen oder auch überlegen, vielleicht möchtet ihr andere Töne anstattdessen spielen. Und zwar, mein Vorschlag ist langsam. Noch einmal, Ding 1. 6. Hier spiele ich komplett improvisiert mit diesem Pattern und der Bass-Variation. Ganz viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!